Ja, herzlich willkommen zurück zum Kunstraum-Vlog. Hammer schön, dass ihr wieder dabei seid. Noch viel schöner, dass du heute dabei bist, Veronika. Wir können heute ein Interview mit der Projektleiterin Kuhvision Herdentypisierung beim Zuchtverband V-Ost machen. Und ja, das ganz schön, dass du da bist. Und die erste Frage auch direkt an dich. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Wie können wir uns das vorstellen? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe wirklich gefreut, dass ich hierher kommen darf. Wie sieht mein ganz normaler Arbeitsalltag aus? Also neben der ganz normalen BAP-Beratung bin ich für die Koordination und Optimierung des Projektes Kuhvision oder auch die Herdentypisierung zuständig, für den Informationsfluss und auch, dass das Projekt Herdentypisierung auch weiter vorankommt. Wir nutzen ja Kuhvision hier bei uns auf dem Betrieb einfach auch dazu, dass wir Tiere ja, damit auch selektieren und entscheiden, welche wir da lassen wollen. Ja, du als Projektleiterin siehst ja, wie alle Betriebe damit arbeiten. Wie stufst du das Ganze als Management-Tool ein? Ja, ich stufe es wirklich sehr, sehr hoch ein, weil die Herdentypisierung zurzeit auch das einzigste Management-Tool ist, wo ich wirklich sehr frühzeitig und auch sehr effektiv selektieren kann und auch züchterisch gute Blutlinien auch hervorbringen kann oder auch gezielt anfahren kann. Wirtschaftlich hat das Tool für mich eine sehr, sehr hohe Bedeutung, da ich durch gezielte Selektion mir Probleme vermeiden kann, wie zum Beispiel Stoffwechselprobleme durch den RZ Gesund jetzt oder auch Fruchtbarkeitsprobleme, Abkalbung, Euterentzündung, Klauenprobleme oder Kühe mit einer schlechten Melkbarkeit oder auch einer hohen oder geringen Nutzungsdauer. Diese Probleme kann ich minimieren oder verringern und dadurch natürlich Kosten durch mehr Behandlung, Medikamente, Tierarztkosten oder auch Minderleistungen, die vielleicht durch einer starken Euterentzündung entstehen, kann ich dadurch halt natürlich auch minimieren. Und ja. Daher finde ich das wirtschaftlich auch von sehr hoher Bedeutung, wenn man das auch, was allen zur Verfügung steht, auch effektiv nutzt. Ja, in der Regel machen ja vor allen Dingen die Züchter bei diesem Projekt mit. Und es gibt natürlich auch noch viele Betriebe, die gar nicht so einen Fokus auf die Zucht haben. Ist es trotzdem für die auch ein Thema, worum sie sich vielleicht bemühen sollten? Oder kann man auch sagen, das ist vielleicht auch nicht für jeden so interessant? Also ich kann nicht unbedingt vornehmlich sagen, dass richtige eingefleischte Züchter an diesem Projekt teilnehmen, sondern wirklich die, die vom Management und von der Wirtschaftlichkeit eher im Fokus haben. Und was ich auch erkennen kann, schon alleine an der Durchschnittsgröße von den Betrieben, die an Kuhvision und Herdentypisierung teilnehmen, das sind ja doch eher Betriebe mit 150 Kühen und aufwärts, dass die einfach auch für ihre individuelle Betriebsstrategie einen roten Faden brauchen und den damit ja auch mit an die Hand kriegen. Also das ist, ich sag mal, für jeden, egal ob das jetzt ein Züchter ist, also Kuhfamilien und genomische Zuchtwerte sind auf jeden Fall kombinierbar, das ist überhaupt kein Problem. Oder auch einer, sage ich mal ganz salopp, der überhaupt keine Ahnung hat, den nehmen wir mit an die Hand. Wir werten die Zahlen mit ihnen aus und beraten ihn auch wirklich betriebsindividuell. Also es profitieren, egal was für Kunden das sind, alle davon. Ja, genau. Du hast jetzt gerade davon gesprochen, dass gerade für große Betriebe das ein sehr wichtiges Tool sein kann, um halt diesen roten Faden auf dem Betrieb zu finden. Wie sieht das für einen Betrieb aus, der vielleicht nur so 60 Kühe hat oder weniger? Ist das trotzdem ein Thema, wo er vielleicht auch dran teilnehmen könnte oder sagt man da, ist es nicht so relevant? Nee, natürlich auch. Also wir haben sogar auch einen Betrieb, der hat nur 20 Kühe und der findet das einfach aufregend und spannend, wenn er jedes Mal die neuen Zuchtwerte bekommt. Also, oder auch Biobetriebe wegen dem Hornstatus. Es ist für alle wirklich auch von der ganzen Bandbreite sehr, sehr interessant, aber auch für kleine Betriebe. Das ist ja nicht nur selektieren, sondern auch nochmal optimal anpaaren und verbessern. Wo sind die Schwächen? Oder auch, wo sind meine Stärksten vom Jahrgang bei den Tieren? Die Stärksten könnte man dann halt ja gesext besamen und andere könnte man eventuell für den Export vorbereiten. Ja, ja super. War auf jeden Fall schon mal hammerinteressant. Wir zwei schnappen uns jetzt nochmal zwei Kühe von uns, die im Genomprofil sich sehr unterschiedlich darstellen. Dazu blenden wir euch gleich auch nochmal die beiden Genomprofile von diesen Tieren ein und schauen uns die nochmal explizit an. Und Veronika ja, ist ja auch auf dem Betrieb unterwegs, um die Tiere einzustufen und zu schauen, wie sich die ganzen Dinge in der Realität auch tatsächlich darstellen. Und wir dann nochmal dazu erzählen, ja, wie sie das bei diesen beiden Tieren nochmal beurteilt. Und ich habe auch extra zwei ausgesucht, die sehr stark voneinander abweichen. Da kann man, glaube ich, nochmal die Kraft von so einem Projekt nochmal ganz gut sehen und zeigt eigentlich jedem, ja, dass es eigentlich eine Sache ist. Wenn man schon Kühe hält, dann sollte man sich wenigstens mal Gedanken genau darum machen. Und deswegen schnappen wir uns jetzt die beiden Mädels und es geht los. Wir haben jetzt hinter uns das erste Tier. Sie hat ein RZG von
Was steht da? 92. 92 und ja, das ist natürlich auch nicht hoch. Veronika wird jetzt einmal kurz das Tier phänotypisch einstufen. Phänotypisch bedeutet, dass wir sie jetzt angucken, wie sie tatsächlich ist. Und ja, wenn sie da irgendwelche Sachen entdeckt, dann schauen wir auch immer zwischendurch mal aufs Genomprofil und dann wird sie da auch noch was zu sagen. Ja, okay. Ja, wir haben hier, wie viele Kälber hat die? Zwei. Zwei Kälber, ja gut. Ich hätte sie wahrscheinlich von Anfang an gleich für älter geschätzt, weil das kann auch jeder selber sehen. Also diese Kuh hat für zwei Kälber schon wirklich großes Euter. Also es ist wirklich sehr lose, auch im Vorderäuter oder auch in der Tiefe. Und wenn wir jetzt hier auf das Profil gucken, Hinteräuterhöhe 88 oder auch Vorderäuteraufhängung 71, Eutertief 68, dann spiegelt sich das jetzt sogar 1:1 wieder. Also der Genotyp und der Phänotyp stimmen mit 1 komplett überein. Ja, dann, was mir wirklich auch noch sehr auffällt, sie ist im Widerriss, also hinten auf der Oberlinie, etwas schärfer, auch etwas spitzer und hat jetzt nicht so viele Fetteinlagerungen insgesamt. Bei Fetteinlagerungen bei der Kuh sagt man auch Body Condition Score und wir können hier auch den BCS-Wert sehen von 87. Der sagt mit 87, also der ist unter 100, unter dem Durchschnitt, dass die Kuh eher geringer konditioniert ist. Also das sind so Merkmale, die mir sofort auffallen, die wirklich sehr gut übereinstimmen. Dann haben wir hier noch die Beckenneigung mit 98. Also das Becken ist auch selber leicht eben. Also es passt, finde ich, wirklich sehr, sehr gut überein. Die Stärke ist auch im negativen Bereich bei 93. Also sie ist eher eine feine, scharfe Kuh. Und das kann ich anhand von dem Genotyp erkennen und auch wieder beim Tier. Das spiegelt sich bei dem Tier 1:1 wieder. Ja, wir wollen natürlich nicht nur auf eine Kuh gucken, sondern auch schauen, was sie für Leistungsdaten hat. Dazu blenden wir euch jetzt nochmal die Milchleistung ein. Also da sieht man, dass sie ja, in der ersten Laktation auch mehr als 10.000 Liter gegeben hat. Hat allerdings auch spät abgekalbt. Da haben sie auch die Möglichkeit, in der Regel etwas mehr Milch zu produzieren in der ersten Laktation. Das, finde ich, sieht man auch wieder ganz schön auf dem Genomprofil. Denn das ist ihr stärkster Wert genetisch auf Milchleistung. Da hat sie nämlich eine 108. Und das wiederum spiegelt sich auch super wieder. Ja, des Weiteren ist dazu zu sagen, dass ich sie bisher nicht wieder tragen gekriegt habe. Sie ist ja jetzt auch schon eine ganze Zeit lang in Milch. Das ist auch eigentlich schade. Ja, lässt sich aber gerade auch nicht verändern. Und dadurch, dass sie auch insgesamt schon so alt aussieht, werde ich wahrscheinlich auch das nicht mehr probieren, dass sie tragend wird. Dementsprechend wird dieses Tier irgendwann dann ja, zum Schlachthof kommen und als Fleisch verarbeitet werden. Ja, was man da vielleicht hätte sagen können, den Wert hattest du wahrscheinlich schon als Kalb bei dem Tier. Und man hätte sich das mehr oder weniger ersparen können und das Tier als Kalb schon verkaufen können oder belegt in den Export beispielsweise geben können. Das ist völlig richtig. Leider hatte ich das nicht als Kalb, sondern das ist ein Tier, was in der Anfangsphase des Projekts untersucht wurde. Da war sie schon einen Monat in Milch. Heute würde ich solche Kälber auf jeden Fall selektieren, aber es ist super, dass du es ansprichst, weil es genau der Punkt ist. So ein Tier würde ich sonst natürlich nicht hier behalten und ja, das würde dann entweder auf einem anderen Betrieb aufwachsen oder vielleicht auch in die Mastproduktion gehen. Dementsprechend, ja, ein super Punkt, den du anbringst, ist ein super Beispiel für ein Tier, was ein Landwirt eigentlich nicht auf seinem Hof behalten sollte. Deswegen gehen wir nämlich jetzt auch zum nächsten Tier, denn das hat ein sehr, sehr gutes Genomprofil und da werden wir auch mal schauen, ob sich das auch so darstellt. Ich kann schon verraten, das meiste stellt sich auch ganz gut dar und da kann man auch sehen, wie der Unterschied von einem ja, hochwertigen genetischen Tier zu einem etwas minderwertigeren wie diesem hier ist. Trotzdem habe ich sie gern. Soll jetzt nicht heißen, dass ich die Kühe ja, nur danach beurteile, was hier drauf ist, aber na klar, das sind einfach Dinge, die schade sind, dass ich ein Tier hier auf dem Hof habe, was ich nicht so lange behalten kann, aufgrund dessen, weil sie einfach genetisch nicht so stark ist wie andere. Und ja, da geht es auch um Ressourceneffizienz. Wir ja, versuchen, so wenig Tiere wie möglich zu halten und mit denen aber so viel wie möglich zu produzieren. Und ich denke, das ist auch in jedem ökologischen Interesse, dass das, was man an Ressourcen zur Verfügung hat, optimal ausgenutzt wird. Jetzt stehen wir vor dem nächsten Tier, das ist die Alba. Und die hat einen genetischen Zuchtwert von 133. Und genau, ja, Veronika, wenn du das Tier jetzt anschaust, wie würdest du dieses Tier beurteilen? Ja, wie viele Kälber hat die denn? Die hat insgesamt jetzt zwei Kälber, ist genauso alt wie das Tier vorher. Oh, okay. Ja, also bei ihr ist das eigentlich genau andersrum. Da hätte ich jetzt geschätzt, dass es eher eine Ferse ist, weil sie wirklich ein sehr, sehr hohes und auch festes Euter hat. Also sie fällt mir sowieso insgesamt sehr, sehr positiv auf vom Exterieur her. Also ist sie schon sehr harmonisch. Da muss man schon ein bisschen genauer hingucken, wenn man da sehen möchte, was sie für Mängel oder auch etwas schwächere Merkmale hat.
Also was einem vielleicht wohl auffällt, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, ist, dass das Becken eher etwas stärker abfällt und dass sie insgesamt im Becken und auch in der Vorhand insgesamt etwas schmaler und etwas feiner ist. Das sind schon die Sachen, die mir auffallen. Ansonsten ist die Kuh jetzt wirklich sehr, sehr positiv, vor allem auch in ihrer Knochenqualität, in der Sprunggelenksqualität. Also schon eine sehr, sehr gute Kuh von meinem Augenmaß her. Ja, ich persönlich würde diese Kuh auch als sehr, sehr positiv einstufen. Ich habe sie auch als positives Beispiel hier mit hergebracht. Sie hat in der ersten Laktation über 11.000 Kilogramm Milch gegeben und ist jetzt in der zweiten Laktation auch konstant über 40 Kilogramm in den Tagesgemelken. Ihr ganz besonderes Plus meiner Meinung nach ist, dass sie sehr fruchtbar ist. Ich habe sie nach dem ersten Kalb, also ein Tier, was ich zugekauft habe, habe ich sie dann mit gesexten Sperma besamt und sie ist auf der ersten Besamung tragend geworden. Und das Gleiche hat sie jetzt nach dem zweiten Kalb nochmal gezeigt, dass sie dann wieder mit gesexten Sperma bei der ersten Portion wieder tragend geworden ist. Und sie hat eh schon einen sehr hohen Zuchtwert. Sie ist jeweils auch mit sehr guten Vätern angepaart worden. Und das ist natürlich auch ein Riesenplus, wenn ich bei so guten Tieren dann auch später weibliche Nachkommen bekomme, weil die in der Regel auch deutlich stärker sein werden als zum Beispiel Nachkommen von dem Tier, was wir vorher gesehen haben, der Rubbel. Ja, das ist vielleicht nochmal mal ein gutes Beispiel, was du sagtest. Ich habe die Kuh ja jetzt im Exterieur, vom Außen, vom Erscheinungsbild bewertet, aber ich kann ja nicht ihre inneren Werte sehen. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Kalb oder einem Rind eine Anpaarung mache. Und der große Vorteil ist, wenn man die Tiere genomisch untersucht, dass man die Exterieurmerkmale und aber auch die funktionalen Merkmale zur Verfügung hat. Also man kann direkt bei der ersten Belegung schon Fruchtbarkeitsproblemen oder einer geringeren Melkbarkeit entgegenwirken oder einem schwächeren Euter, obwohl das noch gar nicht am Tier sichtbar ist. Also wir können das über die Anpaarungsberatung sehr gut machen. Ja, genau. Bei diesem Tier sieht man ja auch, gerade auf dem Punkt Merkbarkeit ist nochmal interessant, dass sie da auch eine leichte Schwäche drin hat. Sie ist auch eine, die tendenziell etwas länger benötigt im Merkstand. Es ist kein grober Fehler, würde ich jetzt so behaupten. Wir sehen hier mit 93 auch von den Zahlen her, dass sie etwas niedriger ist, aber es ist auch noch nicht in einem Bereich, wo man sagen würde, es ist problematisch aus meiner Sicht. Oder wie siehst du das? Sind Zahlen, die irgendwie so leicht unter 100 sind oder um 90 herum, hat man da auch oft schon richtig große Probleme? Nee, im Schnitt hat man das nicht. Man ist sogar, weil man das jetzt durch Kuhvision oder durch die Kuhvisionsbetriebe nachweisen konnte, man ist bei der Melkbarkeit, was die meisten aber wirklich nicht glauben, bei einem Wert von über 90 noch bei über 2 Liter im Durchschnitt. Ja. Das konnte man nachweisen, weil man die Tiere, die genomisch untersucht worden sind, hat diesen Zuchtwert mit der realen Milchleistung verglichen hat, Melkbarkeit. Also das sehe ich noch als nicht so schlimm an. Ja, super. Ich denke, wir haben schon einige Informationen bekommen. Zu diesem Thema wird es auch in Zukunft noch weitere Videos geben. Jetzt gilt aber erstmal ein riesengroßer Dank an dich. Es ist super toll, dass du das heute mit uns gemacht hast. Ich denke, auch für euch war das super, da nochmal Informationen direkt von der Quelle zu bekommen. Und ja, ich hoffe, wir können das irgendwann nochmal wiederholen, vielleicht mit der ähnlichen Thematik. Und ja, kann nur allerbesten Dank sagen. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Aber ich glaube, einen Abschluss haben wir schon. Scheiße, ich habe schon wieder so gemacht. Ja, Hammer, toll, dass ihr eingeschaltet habt. Und Hammer, toll, dass du heute dabei warst. Ich glaube, wir haben ein ganz interessantes Video für euch hingekriegt und hoffen, dass ihr den Kanal jetzt aber auch abonniert, weil da werden noch einige Folgen. Und ich denke, auch Veronika werden wir nochmal in Zukunft wiedersehen. Ja, für heute erstmal Hammer, vielen Dank und ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, ich sage auch von meiner Seite vielen Dank, dass ich dabei sein sollte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön. Okay, bis bald.